Ich lasse jetzt das einfach einmal laufen, pass auf, und wir gehen hier einfach einmal rein, dass ich dir das Chat-Set erkläre. Mach mal den Materie-Explorer auf. Also du hast mir jetzt nichts geschickt. Nein, ich habe dir noch nichts geschickt. Mach einfach den Materie-Explorer auf. Oh. Er hat sich gerade verabschiedet. Er hat sich gerade verabschiedet hier. Alles klar. Na gut, dann muss man mal wieder hier reingehen. Weil ich da jetzt lange nicht drin war, da verabschiedet das Ding sich immer. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so, musst du einen kleinen Moment bitte warten. So, jetzt neue Tabelle. Hammer. Ach, hier habe ich doch. Habe ich jetzt. Okay. Das zieht sich jetzt, ich mache das von mir und ich nehme das einfach einmal mit auf, was ich normalerweise nicht mache, weil die ganzen, was die selbst besprechen, nehme ich immer andere auf. Aber ich will mal, dass du das nachvollziehst, dass in der ersten Form, das habe ich versucht, den Matten zu erklären, und wir haben alle Schwierigkeiten, dass ich immer wieder sage, wenn du ein Grundradix hast, dann haben wir uns erst einmal hier rot gelesen, lese mal unten den roten Begriff, die 98. Also das habe ich noch gar nicht rein. 98, also das Chat und die Chat Zade. Okay, Hammer. Gut, das habe ich noch nicht drin gehabt. So, Hammer. Dann gehen wir runter. Naja, das weiß ich doch, dass man das macht, das Rot, aber das kann ich so lesen. Ich will das bloß nochmal jetzt allgemein, sollte ein Geist, der nicht die Andrea ist, weil er weiß, dass er Geist ist, zuhören, aber dann nicht wissen, wie das funktioniert. Sag ich zuerst immer wieder, du kannst das Rot und Blau lesen. Dann hast du hier das göttliche Kollektiv, Hammer, und den ewigen Geburtsgeber, und S Rot ist ja Bewusstsein, und Geber ist das männliche, die männliche Potenz. Blau haben wir praktisch eine Kollektion von Denkmöglichkeiten. Da hast du immer wieder das Spiel, du musst wissen, das Spiel zwischen 7 und 8, wo ich sage. Wenn wir an eine Stadt denken, ist diese Stadt eine Facette eines Landes. Das Land wiederum ist eine Facette der Erde. Habe ich jetzt gerade alles geschrieben, Udo? Habe ich alles da? Ich habe es gerade geschrieben. 7, 8. Ich weiß es, aber du musst jetzt ein bisschen weiter denken, dass wir einen Geistesfunken was erklären wollen, der dieses Selbstgespräch belauscht, das sie sich letztendlich selber ausdenkt. Das ist diese Präzision im Denken, zu wissen, dass jeder Moment aus dir kommt, aus dem Geist, der jetzt dieses Gespräch anhört. Und das ist niemals ein Gedanke. Das heißt, die Andrea, die du dir jetzt ausdenkst, hört das Gespräch nicht. Weder das Gehirn der Andrea, noch die Ohren der Andrea. Und der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der spricht jetzt nicht. Auch nicht, nein. Wenn du in deine Realitätsebene gehst, hörst du jetzt eine Computerstimme. Ja. Das war's schon mal. Das ist das, was jetzt ist. Das ist ein Faktum. Alles andere drumherum, dass der Udo das spricht und die Andrea zuhört, solltest du das denken, auch das ist immer nur, wenn du es denkst, ist ein Konstrukt deiner Logik. Und dann kommt noch dazu, dass du glaubst, dass dieses Gespräch, diese Worte, wo jedes Wort jetzt in dir auftaucht, dass die in der Vergangenheit waren und aufgenommen wurden. Selbst das ist ein Konstrukt. Okay, wir sind jetzt hier, dieses Chat, und was es drum gegangen ist, ist das stochastische Denken. Lass mich jetzt einmal einen Schritt weitergehen. Wir haben einmal Zeit, wir bleiben zuerst einmal, das heißt Pfeil. Ich habe jetzt unten hinschrieben. Wir können jetzt ganz einfach sagen, das ist eine kollektive Geburt. Okay. Wenn du eine Waffe dazwischen machst, wir schauen uns dann genauer an, das ist Chetwaffzet, ist außerhalb, das hebräische Wort. Dann habe ich den Pfeil nochmal. Und wir können jetzt als erstes zum Beispiel einmal die Zahlen auf der rechten Seite anschauen. Sehr interessant. Wenn du den äußeren Wert nimmst als 9, hast du die spiegelte Kollektion. Ja. Du kannst es als Totalwert, dann hast du 90, ist die Geburt einer Kollektion. Du kannst natürlich dann den Atbaschwert nehmen, dann wirst du automatisch feststellen, Atbaschwert ist ja eine Spiegelung des Alphabets der Zeit. Genau. Dann hast du eine raumzeitliche Wahrnehmung. Ja. Im Verborgenen hast du eine 1, die hier diese Kollektion in zwei Facetten 4-4 aufspannt. Ja. Merkst du das? Das funktioniert übrigens immer, wenn du es kannst. Wenn es nicht funktioniert, kannst du es bloß noch nicht. Der volle Wert ist jetzt die Quintessenz, die aufblüht, zum Beispiel als Lesen. Und der Pyramidenwert ist das intellektuell aufgespannte oder eine affin aufgespannte Erscheinung. Ja, das ist sehr immer das Prinzip von Holophilen verstanden, was du meinst, das sind einfach ganz grobe Qualitäten. Und jetzt gehen wir mal in den Pfeil. Pass auf, wir machen als erstes die ersten zwei Buchstaben, müssen wir PP setzen. Ja. Gib das einmal ein. Da kannst du schon rechnen, hat jetzt sich alles jetzt schon PP, berechnet. Setz 160. Mal ein P rot, das ist die Weisheit. Und das zweite und das B Wissen. Ist BH, also das ausgesprochene PF
ist eine Facette ein Fragment. Übrigens wieder äußerer Wert, die affine Raumzeit oder die Schöpfung von Raumzeit 160 Ad Basch ist zwangsläufig im Hintergrund etwas, was aufblüht. Das Verborgene im Hintergrund ist dein Intellekt, die 10. Merkst du das? Das ist, du wirst merken, das sind Schöpfungsqualitäten. Was jetzt natürlich weitergeht, der Sprung kommt sofort, ich denke sofort dabei an etc. Weil dieses etc. Jetzt gib mal Wikipedia, mach Wikipedia auf. Und dann gib mal etc. ein. Etc. Etc. schreibt mir doch etc. CET reicht, da müsste schon on sein. Was hat es mit PP zu tun? Dass dieses Wort etc. eigentlich eine Abkürzung ist, man kann das als IDC-Punkt schreiben, dann hast du et, wissen wir schon wieder, lach dich die Zeit, die augenblickliche Erscheinung an, eine augenblickliche Erscheinung des Lichtes. Okay? Was schreibe ich jetzt da oben rein? Et, Leertaste, C. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ich kann nichts machen. Et, ja, jetzt habe ich's. Et, etc. C, T, ne? CET. Ich habe dazu nichts im Kopf. Ich kann alles klar. Wenn du weiter runter gehst, die Abkürzung heißt im Lateinischen eigentlich etc. pp. Wir wollten das pp. Ich habe sofort das pp im Kopf. Das heißt Berge, Berge. Da steht jetzt unten die Verwendung, wenn du hast. Die Abkürzung, was etc. heißt. Und so weiter und so weiter. Und so zum weiter. Beispiel kann man sagen, das ist nicht korrekt übersetzt. Das ist also und die übrigen. Eigentlich heißt es wörtlich, steht drüber, und die übrigen in Klammer Dinge. Jetzt schau dir mal das Übrige. Hast schon wieder das U mit den zwei Pünktchen drüber. Unsere Gedankenwelle ist eine polare Berechnung deines Intellekts. Übrig. Okay? Das Berge, Berge steht jetzt weiter unten, erklärt, fahre fort, fahre fort. Das stimmt eigentlich genau genommen nicht. Berge, Berge hast eigentlich, hier ist eine Befehlsform. Warte mal, ich gebe das bei mir kurz ein, dass man das mitlesen kann. In einem Lateinwörterbuch. Berge ist eine Befehlsform. Oh, es ist so mühselig, wenn man alles nachschauen muss. Es ist so praktisch, wenn man es im Kopf hat. Aber das wird bei dir auch noch dabei sein. Nun denn, los, auf denn, auf ans Werk, mach es, tu es. Da ist immer das Licht mit einer augenblicklichen Erscheinung. Und dieses etc. pp, wir haben ja den Pfeil. Immer dran denken, wir sind bei PF. Unser Weg, den ich dir hier zeige, ist, wir haben unseren Pfeil, der beginnt mit PF und dann haben wir I. Jetzt gehe ich wieder zum Gematrie-Explorer, den hast du ja noch offen. Und AIL. Also AIN ist ein Trümmerhaufen von Licht. Wenn ich jetzt das sage, einer, der das vor sich hat, weiß, wie kommt er jetzt auf einen Trümmerhaufen von Licht? Ganz einfach, weil 7010 AI heißt Trümmerhaufen. Okay, 7010 ist der Trümmerhaufen, auch eine Ruinenstätte und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt hier einen Trümmerhaufen von Licht. Interessant ist, das heißt oben. Genau genommen oben im Text. Das sind die Wellen wieder. O ist die augenblicklich aufgespannte polare Existenz. Das sind die Wellen. Genau. Im Langenscheid steht oben im Text, das ist dann Lyle. Okay? Übrigens auch hier wieder schön, wenn du jetzt die Werte anschaust, der äußere Wert ist 110. Das ist praktisch das Nichts auf der 10er-Ebene. AI, okay, ist ja 11. Und da machen wir 0 hinten ran, darum soll das Nichts auf der 10er um 1 erhoben, gibt 110, das ist dein affiner Intellekt, der jetzt praktisch sichtbar oben eine augenblickliche polare Existenz war. Das ist jetzt als Abwasch gespiegelt natürlich ein aufgespanntes Fragment, eine 7, eine Selektion, beziehungsweise eine raumzeitliche Selektion. Ist dabei? Jetzt. Der Pyramidenwert, die Berechnung von etwas raumzeitlich. Das kann ich auswendig irgendwie. Ja, nochmal, das ist Ego, wo jetzt kommt. Es geht doch nicht um dich, der du jetzt mit dem Intellekt Andrea arbeitest, sondern um den, der sich jetzt die Andrea ausdenkt und denkt sich, Mensch, die kann das, ich kann das nicht. Jemand davon aus, dass was das hast du jetzt erzählt? Anhört, der sagt, ich weiß es nicht, die ist ja so gescheit. Die Andrea, die... Es geht doch nicht um Andrea. Ja, das ist doch mein Geist, das bist du doch, Geist, der in mir ist. Udo, du bist das doch, der in mir ist. Mein Geist, der weiß doch das alles. Ja, richtig, aber... Naja, aber, ich spreche doch nicht von Geist, Andrea. Der Geist, der jetzt in der Andrea ist, diese Andrea mit dem Geist von UB ist, in dem der sich das Gespräch jetzt ausdenkt.
Ja, in der Cloud, weißt davon reden wir machen, doch. Wo ich sage, das erste Mal, wenn du als Erscheinung auftrittst, musst du immer bewusst sein, dass sobald ich als Udo jetzt in deinem Kopf oder in irgendeinem anderen intellektuellen Kopf in einem Raum in Erscheinung rede, gelten für den Udo die Gesetze, die von deinem Intellekt bestimmt werden. Natürlich, ja. Das heißt, dein Glaube ist das Maß für alle. Natürlich. Du verwirklichst deinen Glauben und wenn du sagst, Menschen können nicht fliegen, Trockennasenaffen können nicht fliegen, dann können die Trockennasenaffen in deinem Traum nicht fliegen, weil du das glaubst. Wärst du genauso sicher an deinen Glauben und wärst du in einer komplett anderen Traumwelt, wo die Menschen dann fliegen können, wie Superman. Genau so ist das. Aber es geht momentan überhaupt nicht darum, dieses Programm zu verändern. Momentan geht es darum, dass du zuerst einmal zu verstehen lernst, wer du selber bist. Ja, natürlich. Also darum geht's nur. Wir haben jetzt den Eil, den Trümmerhaufen von Licht. Wir können natürlich auch das Eil mit alle vorne schreiben. Okay, dann wird es natürlich wesentlich komplexer. Dann kommst du hier zu einem Dammhirsch. Immer dran denken, der Adam. Der Dammhirsch ist der Adam. Ich werde ähneln, ich werde gleichen. Und der Hirsch ist natürlich HI, rot gelesen, ist die Quintessenz Gottes. Und es ist wieder da. Das ist der Kopf, in dem sich alles befindet. Du kannst das sehen, wenn man steht, man muss sich Zeit lassen. Das ist ja mal ganz, ganz interessant, dass du hier, wenn du das verstehen willst, musst du das Blau-Rot schlafwanderisch beherrschen, dass du nicht immer nachschauen musst, sonst wirst du es nie verstehen. Und dann haben wir AIL, ist erst einmal der Schöpfer, wenn wir jetzt den Kommentar sehen dazwischen, und dessen schöpferisch-intellektuelles Licht, und da habe ich jetzt DSE, haben wir schon die Öffnung einer Dart, einer tun-machenden Existenz, wenn man das alles eingeben kann. Das ist nicht ein willkürliches Wischiwaschi, das ist streng digitale Arithmetik, wo hier in die abläuft. Worauf ich jetzt kurz noch ansprechen möchte, um das nicht so auszuufern, wir geben mal wieder unser ChatL, unser Chade, Check-Zade ein, also 8, 9, und wir setzen jetzt einmal zwischen die zwei Buchstaben, setzen mal was, machen mal Check, was, Zade, okay, jetzt wirst du feststellen, dass du hier, die Kollektion wird zu einer aufgespannten Geburt und das ist das Außen. Auch draußen. Jetzt haben wir DR, ist die Öffnung einer Berechnung, ist immer außen und DR heißt Generation. Jetzt bist du schon wieder bei deinen Gedankenwelt. Okay, Kleines? Ja, alles. Du musst kurz reden, dass das Rauschen immer wieder weggeht. Okay. Jetzt hast du einen Atmosphäre. Wenn ich rede, kriege ich gleich einen Affe Adam. Schau mal her, der Atmosphäre, du hast im Hintergrund den Affen Adam stehen. Das ist, ja. Der äußere Wert ist eine intellektuelle Öffnung, als 10-4 gelesen, du kannst auch 104 lesen, es ist eine affine Öffnung, das stimmt immer. Da wir hier ein Endzade haben, kannst du natürlich die Spiegelung einer göttlichen Öffnung oder einer intellektuellen Öffnung lesen. Ob du die einer, 10er oder 100er Ebene liest, das verschiebt am Sinn nichts, nur an der Qualität. Okay? Und jetzt, pass auf, jetzt löscht es einmal und jetzt machen wir statt den Waff zwischen den zwei Hauptkonsonanten, machen wir ein J, Chat, J, Zade. Und da wird es jetzt sehr interessant, da kriegst du zuerst einmal eine Scheidewand. Okay? Hast du's? Ja. Und jetzt pass auf, die Scheidewand, wenn wir das einzeln lesen, Chi heißt ja Leben. Leben wiederum, Leben ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Ja. Du merkst jetzt, dass das Deutsch-Hebräisch, wenn du Chi einzeln eingibst, das ist ja zuerst einmal der Begriff für Leben, Überbegriff, das Lebendige, das Lebende, und jetzt hast du Leben, ist zuerst einmal hier eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Das passiert, da ist eine Scheidewand. Okay? Ja. Und diese Scheidewand wird extrapoliert. Das heißt, ja. Wenn eine Scheidewand trennen. Ja. Du hast jetzt dieses Qi, dieses Leben, das gebiert, letztendlich sich selbst durch auseinanderschmeißen, wobei du in dem Shin-Eid, da haben wir die Logik, ist ein Eid. Es wird immer so sein, wie du das beschwörst. Deine Logik genau. Ist eine Beschwörung und diese Beschwörung verwirklicht. Dass die genau. Leute noch nicht begriffen haben, was Glaube heißt. Der Glaube haben wir ja schon immer wieder, geil, haben wir zuerst einmal rot geschrieben, das geistliche Licht, wenn wir es rot schreiben,
Wenn wir es blau schreiben, haben wir die Welle. Auch eine Haufe, eine Steinhaufe, die aufgeschmissen wird. Auch Kot, Kaot, das heißt die Zeichen. Ja, haben wir ja Exkremente haben wir und Film, so weiter. Exkremente, das Heraustreten. Und jetzt haben wir das AUP, ist ganz wichtig, ich habe da zigfach schon darauf hingewiesen, in dem Wort Glaube, AUP ist die Beschwörungskunst. Natürlich. Der Totengeist, der Zauber, aber auch Grube. Weil der Glaube, du kannst immer nur eine Gedankenwelle aufschmeißen, aber die Totengeister leben in der Grube. Die ja, das sagt doch aber schon das Menschen, B hinten. Die gegangen sind, hinabgestiegen sind in ihre Traumwelt, was jetzt überhaupt nichts Negatives ist. Weil du Geist kannst erst was erleben, wenn du dich in einem Zustand des Träumen befindest. Aber das erfordert, dass du ständige Visionen von dir selbst erzeugst. Die Öffnung deines Intellekts, die über zu einer Vision. Und so stellt sich das Ganze durch, wenn du übrigens hier das AUB ein, gib mal AUB ein. Aleph Waf B, da haben wir übrigens schon den Vorder, der aufgespannt wird, zwischen der 1 und der 2, das Aufblühen, das aufgespannte Aufblühen. Hast du? Hab ich, ja. Das wollen wir optisch spielen, du musst fantasieren, dreh die Zeichen, tausche die ja, aus. Ja, aber es ist doch schon im hinten, im B, es ist alles schon drin, die Polarität. Richtig, aber was jetzt natürlich interessant ist, dass hier der äußere Wert ist jetzt die 9, das wird zu deiner Spiegelung. Na, das sind die Spiegelungen, genau. Die Spiegelungen, die du zu sehen bekommst. Ja. Ja. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, ist es so. Das ist eigentlich das, worum es geht. Die Liebe der Spiegelung, Atma Schwertner, ist die 13, die 15, das ist Gott mit seinen Spiegelungen. Ich denke genau gegenübergestellt. Ich denke mir eine Andrea aus, wo ich sehe, die hat es langsam verstanden, aber die hat auch schon tausende Stunden sich mit den Ohrenbohrungen beschäftigt. So und ist es. Weil das auf ihrem Film drauf ist. Ob das auf deinem Film drauf ist, und ich meine jetzt ganz gezielt wieder den Geist, dass dieses Gespräch sich jetzt anhört, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. In jedem Leben hast du was zu lernen und das ist abhängig von deiner Reife. Die nächsten Leben, die du erlebst, sind wie andere Bücher, das sind wie andere Fachgebiete. In einem Fachgebiet interessierst du dich für Christentum, wirst ein christlicher Prophet in einem gewissen Maß, wenn du das auslegen kannst, was das Christentum bedeutet, in einem anderen Leben bist du im Buddhismus verhaftet. Ja. Aber du wirst irgendwann nochmal feststellen, dass das alles Zwischenstufen sind. Dass genau höchste, so ist das. Die höchste Ausformung, die es überhaupt gibt, ist das wirkliche Christentum. Ich habe schon mal erwähnt, wenn du Bücher jetzt dir ausdenkst von Osho, die musst du dir aus dir herausholen. Die sind alle schon in dir drin, bevor du das alles. Kannst. Dass hier ein asiatisch geschulter Mystiker, dass er ganz definitiv sagt, nach intensivem Studium der christlichen Lehre, vor allem des Thomas-Evangeliums. Jesus ist tausendmal mehr als Buddha. Was natürlich auch in einer chronologischen Form, wenn du ein Zeitfenster vor dich hinstellst, wirst du nämlich feststellen, dass der Buddha ist ja 400 Jahre, Konfuzius, die sind alle 400 Jahre vor Jesus. Ich habe immer so die schöne Geschichte, wenn du jetzt den Koran nimmst, der kommt 700 Jahre nach Christus, in der Entstehungsgeschichte der Bücher. Wohlgemerkt, es ist immer hier und jetzt, wenn wir denken, oder es ist in uns in der Einheit. Wir denken uns das bewusst in einer Form eines aufgespannten Zeitfensters, stellen wir das hier und jetzt vor uns hin. Und jetzt ist übrigens ganz interessant, dass wir definitiv sagen können, da jetzt in dieser Märchengeschichte der Koran 700 Jahre nach den Evangelien geschrieben wurde. Natürlich nicht genau, weil die Evangelien wurden ja nicht zur Geburt Christus geschrieben, aber wir sagen mal, der Koran kommt 700 Jahre nach Jesus. Wirst du feststellen, dass das bis zum heutigen Zeit nachhin, das, was jetzt die ISIS macht, ist das, was die Christen vor 700 Jahren gemacht haben, in der Zeitgeschichte. Die haben Leute angezogen, die mit ihrer Meinung waren. Das machen jetzt die ISIS mit den ganzen Reporter und so weiter. Die zünden Leute an. All das ganze Zeug wiederholt sich, das spielen hier und jetzt in Form von symbolischen Bildern. Wenn du anfängst, das zweite Gebot zu halten, ist das alles vom Tisch, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da drüben auf der Erde. Die Bilder sind in dir drin. Und Holofeeling, ich kann es nicht oft genug sagen, ist ein vollkommen neues Weltbild, das stellt zuerst einmal alles auf den Kopf. Das heißt, der Computer, den ich jetzt als Metapher benutze, der ist schon von Anbeginn der Zeit, ist das da, das ist eine reife Stufe des Denkens, die Entwicklung des menschlichen Geistes. Und wenn ich Mensch meine, meine ich nicht den Instinkt eines Trockennasenaffengehirns,
Ich wiederhole ihn nochmal, um das klar zu machen. Instinkt und Intellekt unterscheidet sich wie ein Taschenrechner und ein Computer. Beides sind vollkommen geistlose Makeshift-Rechenmaschinen. Ja. Das hebräische Wort Makeshift wird ja, alles da. Ist auch Computer. Ja, danke. Der Unterschied besteht darin, dass der Taschenrechner mit wesentlich weniger Daten arbeitet und nicht so schnell rechnen kann wie ein Hochleistungscomputer. Es bleibt aber ein Mechanismus. Genau. Dieses genau. Ich, Mech ist ein rot geschrieben, ist das was Göttliches. Das ist nämlich ein Gestalt M als Meer, das Meer als große Kollektion im Chat. Blau geschrieben wird es eine Gestalt gewordene Kollektion und das ist zuerst einmal den Intellekt, den du zum Denken benutzt. So, und wir haben tausendmal durchgehaut, wenn ich dich Geist jetzt als den Computer selber setze, du benötigst im Hintergrund Programm und Daten, dass auf dem Bildschirm Bilder auftauchen, in deinem Kopfkino Bilder auftauchen. Und die Bilder und die Naturgesetze, egal was in dir in Erscheinung tritt, steht und fällt mit dem Intellekt, mit dem blauen Ich, mit dem Ego, das du zum Denken benutzt. Und du musst wissen, dass sämtliche Menschen, die du dir ausdenkst, die in dir jetzt endlich in Erscheinung treten, als Gedanken, weil in dem Moment, wo sie ausgedacht werden, denen spricht dein Intellekt auch einen gewissen Intellekt zu, der ganz anders sein kann wie deiner. Und jetzt geht das Spiel schon wieder los. Das stimmt nicht, was der behauptet. Oder du sagst, der weiß so viele Sachen von denen und dem Fachgebiet, überhaupt ich keine Ahnung. Dieses, du denkst dich jetzt schon wieder als ein Individuum, und das ist es, mit Holofeeling wird das alles vereinigt. Es gibt nur eine einzige Quelle, aus der das alles kommt, und das ist der Geist, der träumt. Und der hat in sich diese große Einheit, und der erlebt sich in unendlich vielen Facetten. So, und jetzt lassen wir es gut sein. So, und da habe ich gerade in diesem Moment, ohne zu denken, einen Stift genommen. David steht da drauf. Die DVD, alles klar? Das nenne ich Synchronizitäten. Wie oft habe ich schon erwähnt, wenn du zuerst einmal anfängst, dich wertfrei zu beobachten, ist es ja so, dass sich in dir die Zufälle häufen, die überhaupt keine Zufälle sind. Das heißt, du wirst bloß aufmerksamer, dass du über die Grenzen der Logik jetzt schon hinausdenkst und merkst, dass alles mit einem zusammenhängt. Und dieses alles bist du Geist selber. So ist es. Du bist alles, was du dir ausdenkst. Du bist immer. Du bist etwas nicht Denkbares. Also habe ich auch keinen Grund, dir vor irgendwas Angst zu machen, außer dir klar zu machen, dass du nichts bist. Aber jetzt kommt wieder die Umkehrung, dass das eigentlich der totale Segen ist, weil nichts kann nicht zerstört werden. Und das geht dir nicht darum, dass du irgendwas glauben müsstest, was du nicht überprüfen kannst, wobei das natürlich jetzt keinen Sinn nicht macht. Du kannst ein Nichtsein das nicht überprüfen, aber Geist kann sich dessen bewusst werden. Ich nenne mal das bewusst werden. Das ist entscheidend, aber nur vom Geist. Und da wirst du sehr, sehr schnell merken, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, bei den Figuren in deinem Traum, das der normale Mensch macht, der noch so intellektuell gebildet sein, ist gnadenlos überfordert. Da kommt dann hier, ich spiele mal schnell ein, pass auf, da muss er da die Internetseite schnell, ich schicke dir mal ganz kurz. Gematrie kann ich jetzt hier deinen Nein, du kannst machen? Zumachen, kannst zumachen. Mach mal die Internetseite. Ich habe mir da meinen anderen wieder geladen. Ich habe dir Seite geschickt. Klaus. Volkammer, da steht da schon, ich schreibe mit drin. Die Grundzüge der neuen Physik, freie Energiegewinnung, das ist jetzt so ein Wischiwaschi. Zuerst einmal, die Seite ist jetzt in dir auftaucht, die hat nie irgendein Mensch in der Vergangenheit geschrieben. Wenn du das jetzt machst, das kann man aufrechnen, und man geht schon wieder hier vor ca. 100 Jahren ansatzweise. Das muss ich verstehen, das ist, jedes Wort denke ich jetzt, und jedes Wort löst in dir eine Vorstellung aus. Und jetzt gehen wir zu dem ersten Absatz. Und jetzt ist das, was er alles entdeckt hat, den wir uns jetzt ausdenken, weil er das so schreibt, weil man die Worte so interpretiert. Das hat man doch schon tausendmal hier. Pass auf, erweiterte Raumzeitphysik. Also, was er entdeckt hat, entdecken zweier unsichtbarer, feinstofflicher Materieformen. Das ist ein Widerspruch in sich selber, wenn du das materialistisch nimmst. Weil wie willst du eine unsichtbare Materieform entdecken? Das ist ungefähr so, ich habe Stille entdeckt. Oder die Wassermoleküle. Es ist eine Vorstellung, die er hat. Jetzt pass auf, nicht, dass ich sage, dass da was falsch ist. Selbstverständlich kannst du unsichtbare Sachen entdecken. Du kannst zum Beispiel entdecken, dass du ein nicht denkbarer Geist bist. Als Geist kannst du das entdecken. Du kannst wissen, was das ist, das Unsichtbare. Es kann gewusst werden. Aber zu sagen, ich habe was Unsichtbares entdeckt, ist in der Form eigentlich schon, wenn man es verstanden hat, ein wenig unklar ausgedrückt. Und das Unsichtbare, oder das Nicht-Existierende heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Denk an mein Beispiel mit dem Wetter.
Selbstverständlich gibt es Wetter, aber Wetter ist nichts, was existieren kann, außer das Wort Wetter. Ich kann wissen, was Wetter ist. Es steht symbolisch, dieses Wort, für eine Kollektion von gewissen Seinszuständen. Aber Wetter kann nicht existieren und wird niemals in Erscheinung treten, weil wenn Wetter in Erscheinung tritt, tritt es nur als eine Facette in Erscheinung. Das ist Sonnenschein, das ist Regen, das ist Schnee, das ist Traube, das alles ist Wetter. Aber deshalb kann ich ja nicht in Erscheinung treten. Gilt es nicht für alle Sachen? Wie sieht es aus, wenn du an den menschlichen Körper denkst? Ist genau das Gleiche. Wenn du den Arm schaust, siehst du nicht den Körper. Du siehst nur eine Facette, das Gesicht, den Arsch, die Hand. Oder du stellst dir jetzt, wenn du das Gesicht anschaust, vor, dass da dahinter ein Gehirn ist. Das sind alles Bilder, die du machst. Und all diese Filmfacetten inklusive der Funktion, die dein Intellekt logisch aufwirft, wie ein menschlicher Körper funktioniert. Das ist jetzt sehr wichtig, was ich gesagt habe. Wie dein Intellekt dir glauben macht, dass ein menschlicher Körper funktioniert, genauso wird es für dich sein, weil dein Programm diese Vorstellung in dir wachruft. Hättest du einen anderen Glauben, würdest du jegliche andere Form von Darstellung genauso realisieren in deinem Kopf. Genau so ist das. An das heliozentrische Weltbild, an das geozentrische Weltbild, an das ägyptische Weltbild. Ich kann noch tausende andere Kombinationen von irgendwelchen Planeten, die sich um irgendwas rumdrehen, mir ausdenken. Ich kann das simulieren an einem Computer, wenn ich ein entsprechendes Programm schreibe, was aber doch nicht heißt, dass das unabhängig von dieser jetzt gedachten Erscheinung daraus existiert. Zeig's mir. Es hat noch niemals irgendein Trockennasenaffe mit eigenen Augen gesehen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Es ist ein Wissen, das es im Kopf verwirklicht, und mit neuem Wissen verwirklichst du eine andere Vorstellung. Das könnte man natürlich jetzt durchgehen, und es wäre mit Homo Feeling interessant, jedes einzelne Wort anzuschauen. Und wenn dein Geist wächst, wirst du feststellen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diesen kleinen, unsichtbare, feinstoffliche Materie forme. Ich habe jetzt kein Problem mit dir, eine Woche, 8 Stunden am Tag, nur diese Wörter aufzufächern, was da drin steckt in diesen Buchstaben, wenn du das mit Holo Feeling umsetzt. Kann ich und mir du vorstellen. Hast Folgendes, du jetzt, die Andrea, die ich mir ausdenke, dieses Programm, auch ein Redo-Programm und noch einige, wenn ich die Namen immer mache, die können Schritt für Schritt mir geistig folgen, ohne dass sie große Wörterbuch in die Hand nehmen müssen, weil ich greife immer wieder auf dieselben Elementarradixen zurück. Ist es richtig. Ist nur, wenn du selber magst, verlierst du sehr, sehr schnell die Lust, irgendein Wort genauer anzuschauen. Und das ist es, dass man hier in jeder Kleinigkeit, wenn du reingehst, über die, ich müsste es nachschauen, und der normale Mensch hat die Geduld nicht, was übrigens auch gar nicht sein muss. Ich erwähne das immer wieder, wenn es auf deinem Programm drauf ist, auf deinem jetzigen Lernprozess, dann würde ich das interessieren wie ein Redo. Redo ist jetzt eine ausgedachte Figur, ein Gedanke, kann nie was gelernt haben, das ist eine Facette von dir selber. Und ich sage, wenn jetzt da welche in Erscheinung treten, macht es keinen Sinn, dass du da neidisch drauf bist. Wohlgemerkt, ich unterhalte mich mit dem Geist, der sich jetzt das Gespräch anhört. Habe ich überhaupt nicht mehr. Das sind die ersten Anzeichen, dass bei dir was passiert, dass solche Menschen in dir auftauchen, die nur Gedanken sind. Es ist nie schon das große Problem, wenn einer hier auf irgendeinen Menschen neidisch ist. Dann sage ich, wie unendlich geistlos musst du eigentlich sein, wenn du auf einen Gedanken, den du dir jetzt ausdenkst, neidisch bist. Ich kann mich erinnern, dass ich das mal war, aber das ist komplett weg. Du bist gibt's nicht mehr. Immer, das ist das Nächste. Auf, wenn dein Geist wächst, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Total Quatsch. Oder zu glauben, dass irgendein Trockenaufnahme, den du dir ausdenkst, dass der mehr wüsste wie du. Wohlgemerkt, ich rede jetzt mit dem Geist. Du weißt es alles schon. Da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, weil du nämlich nicht bist. So ist das. Das ist, wenn ich das Bröseln dir in Erscheinung dreht, und ich sage immer wieder, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Symbol. Ich rede nicht von dem blauen Brösel, sondern Nein. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der dieses Gespräch belauscht. Und zwangsläufig wirst du feststellen, du kannst jetzt an eine Andrea denken, du kannst an einen Udo denken, du kannst an dich selbst denken, indem du jetzt vom Computer sitzt und dir dieses Gespräch anhörst. Aber genau. Diese drei sind ausgedachte Figuren in deinem Traum. Absolut. Die sind, wenn die nicht gedacht werden, sind die weg. Die Andrea ist weg, der Udo ist weg und seltsamerweise auch der Körper, der du jetzt zu sein glaubst, was er denn hartnäckig ist, ist der Intellekt, das Programm. Das ist ja die Buchebene. Die habe ich zigfach geschrieben. Aber das passiert alles. Wir sind gut, genau. Gut im Spiel. Mach. Gewissheit. Ich weiß alles. Habe es nur für das. Muss eine Gewissheit sein. Wenn du diese Gewissheit nicht hast und ich bin der eine Geist und ohne mich läuft nichts. Wenn du die nächste Gewissheit nicht hast in dir, das hat mit Andrea überhaupt nichts zu tun. Kannst du alles vergessen.
Es geht nicht darum, dass du was lernen müsstest. Du kannst kein Wissen, das da angeblich unabhängig von dir da außen existiert, in dich hineinschaufeln. Es ist anders. Es taucht in kleinen Facetten, Moment für Moment, hier und jetzt Wissen aus dir auf, das schon in dir drin ist, in diesem Kontinuum. Wenn du nicht dran denkst oder bevor du das erste Mal gedacht hast, und ich stell dir kleine Happen von Moment zu Moment vor dich hin, dass du die durchschaust. Und dann fallen die wieder da zurück, wo sie hergekommen sind. Und löse dich komplett von dem Glauben, dass da außen eine Welt mit Naturgesetzen ist, mit denen du nichts zu tun hast und die schon vor dir da war. Das ist Materialismus. Darum beginnen die 10 Gebote hier mit diesem Satz, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist Geist, du bist etwas, was man nicht denken kann. Du bist die Quelle, die Energie, das Licht, im Projektor, wie ich das immer nenne. Ich habe eine Vielzahl von so einfachen Beispielen. Und wenn du wirklich an die interessiert bist, dann musst du eben einfach die Selbstgespräche Holofilien studieren. Und das macht Spaß ohne Ende, wenn du Geist bist. Es wird nichts mehr anderes für dich geben, umso mehr du das erkennst. Und wenn du das nicht bist, spielt es auch keine Rolle. Also mach dir keine Gedanken um einen Gedanken von dir. Der löst dich spätestens auf, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und die Schwierigkeit beginnt jetzt, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst und du hast das Ego, das sich am Leben erhalten will. Dann sag ich immer wieder, du Geist bist ewig. Die Frage ist, ewiges Himmelreich oder ewige Hölle, das entscheidest du selbst. Und das Ganze ist extrem gerecht. Dann sag ich immer wieder, der Lernprozess besteht darin, dass ich dich zum Richter über alles im Leben mache, was du dir ausdenkst. Du bist die oberste Distanz. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du bestimmst letztendlich, wenn wir verschiedene Meinungen in dir in Erscheinung treten, welche angeblich richtig ist und alle anderen stimmen nicht. Was ich dir erkläre, ist, dass jeder recht hat. Denk an das Bassenbeispiel. Das gibt eine Riesenfreiheit. Und du kannst jetzt, wenn irgendeine Figur in deinem Traum eine Meinung zu einem Thema äußert, das für dich bisher hirnrissig war, wie man so schön sagt, wo dir die Haare zu Berge stehen, dann kannst du diese Aussage wie ein Spiegel benutzen, wo du ums Eck die Kehrseite deiner Richtung sehen kannst. Weil ja offensichtlich, wenn du über dasselbe Thema diskutiert, dem Thema was abgewinnen kann, was dir vollkommen fremd ist oder wo du den Eindruck hast, der steht ja vollkommen im Finster, in der Finster. Weil du ja auf der Lichtseite bist. Du hast ja die richtige Richtung. Und dem ist nicht so. Man braucht ist nicht so viel Toleranz dazu. So ist es. Alles klar, Kleines, jetzt lassen wir es gut sein. War wieder alles drin. Ja, es sind immer Wiederholungen. Und wahr ist es schon nicht mehr, es ist schon wieder zerbrochen. Erklären. Ich kann nicht oft genug erklären. Es ist nicht, dass ich euch nichts Neues erzählen könnte. Das muss so in dir drin sein, wie ich immer wieder sage, wie wenn du erfahrener Autofahrer bist und Schlafwanderer bist, durch den Großstadtverkehr fährst und dich dabei mit einem Fahrgast unterhältst, philosophierst und du musst überhaupt nur mal aufpassen auf den Verkehr, auf Kuppeln, auf Scheiben, weil das ein positiver Automatismus ist, der im Hintergrund abläuft. Versteh das Beispiel. Und genauso ist es mit Wiederaufwecken, wenn du mal einen gewissen Grundsatz hast und du merkst es ja jetzt immer mehr, wenn ich jetzt du in Form von Andrea meine oder noch einigen anderen, dass ihr bei Lidex, wenn ich die Kleinigkeiten einspiele, dass da so ein Schwall an Meta-Informationen mitkommen, wo ein normaler Mensch überhaupt nichts mitkriegt, wenn er das System nicht versteht. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bis gleich. Ich bedanke mich bei mir selbst für mein Gespräch. Lass mich wieder in dich reinfallen. Mach's. Ciao. Okay, ciao.